Das war mein erster Auftritt, ja. 1982. 1982, mit dem Dicken. Also wir haben, also der Dicke kam an die Macht und ich hatte meinen ersten Auftritt. Also Helmut Kohl und ich, wir haben zeitgleich begonnen, Kabarett zu machen. Das möchte ich mal wirklich in meiner Vita festhalten. Das ist ganz wichtig. Wann wussten Sie, dass das Kabarett Ihre Leidenschaft wird? Mit dem ersten Auftritt. Ja? Ja. Also mit den ersten 5 Minuten bei aller, 4 Wochen vorher konnte ich nicht schlafen. Das ist heute, hat sich ein bisschen gelegt, aber das war, in dem Moment war das klar für mich. Das ist einfach dein Ding. Und das hat sich schön gepaart mit dem, was ich in der Schule nicht konnte, was ich bei der Bundeswehr nicht konnte. Ich konnte einfach Obrigkeiten nie ernst nehmen. Es gelang mir nie. Ich habe es immer versucht, aber dann habe ich mir gesagt, warum? Und habe dann auch immer, wenn irgendwelche Anweisungen kamen, egal von Lehrern oder auch dann in der Bundeswehrzeit, auch später noch beim Zivildienst und auch dann in der Uni, immer gemerkt, wie leicht man so Leute dann entzaubern kann, wenn man auf einen festgesetzten Satz, der markig immer vorgetragen wird, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Und wenn du dann auf so einen Satz, der wie Zement auf dich fällt, einfach dann sagst, warum? Und du dann merkst, wie sie ins Rudern kommen, das ist eine herrliche Erfahrung. Wissen Sie, ich kann Ihnen Folgendes erzählen. Ich war ja nie beim Militär, aber als Student hatte ich eine vormilitärische Ausbildung. Wir waren Kursanten und da wurden wir vergattert und wir hatten so einen Hundertschaftsführer, einen Widerling. Und wir marschierten da durch das ganze Lager und er sagte, und dann gab es von mir ein Wie bitte. Das hat den so aus der Fassung gebracht. Wer war's? Was haben Sie da gesagt? Ich sage, ich hatte versucht, Ihnen zuzuhören. Sie hatten etwas gesagt und ich dachte, es sei wichtig gewesen. Ich hatte es aber nicht verstanden und deshalb habe ich wieder gesagt. Aber da wusste ich, ich habe in ein Gesicht gesehen, wenn ich noch einen Satz sage, kriege ich eins in die Schnauze. Ja, ja. Das hatte ich auch erlebt, als ich dann Truppenarztschreiber war und dann die halbstündige Morgenpause und gefrühstückt und dann kam auch einer, das war der neue Kompaniechef, weil ich dann in einer anderen Kompanie war und der musste dann auch, also er muss viel drauf gehabt haben, also es hat so geblinkt und gesternelt und ich habe halt da gesessen und ich habe ja Pause, ne? Und habe halt gesagt, moin. Das war nicht gut. Gepumpt und gepumpt und gepumpt, wissen Sie, mit wem Sie reden? Und dann hat er auf sein Ding gedeutet und also oben, also, scheiße, ist ganz viel Bier aufgesprungen, so, morgen, der Oberstleutnant, kein Witz jetzt, der Name, Mümmelmann. Und also, war es bei mir schon wieder aus, ne? Also,